Ja, dann zeigen wir mal das Innenleben hier im Vorschiff. Die Umlenkung der Segelwinde. Dann gehen wir mal weiter. Da sehen wir ein Kiel, Schacht mit Bolze. Dann sehen wir hier die Segelwinde. Die Leinen gehen da durch, alle zwei Schoten. Kommen da hinten wieder raus. Und hier haben wir einen extra starken Servo für das große Ruderblatt. Das stärkste, wo es gibt. Sonst ist keine Ruderwirkung bei starkem Wind. Ja, haben wir eben Fahrt hinter uns mit 3 bis 5 Windstärken. Dann der Deckel. Wasserdicht. Vorschiff, der Deckel. Zumachen, wasserdicht. Ja. Und alle Wanden uns gut aus Stahlseile mit Kunststoff ummantelt. Da haben wir hier die Segelwinden selbst gemacht, gibt es keine zu kaufen. Ja. Udina. Ja. Hier. Dann ein Blick rauf in die Massen. Etwas über 2 Meter der Mast. So, das und nicht zu vergessen, der Ballastkiel hier mit 8 Kilo Bleibombe. Sonst läuft gar nichts bei Windstärke 5. So, das war's in Kürze.